Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Two Worlds 2. Ja, wir befinden uns immer noch in diesem Labyrinth und wollen immer noch zum Turm gelangen. Ich bin mir jetzt nur gar nicht mehr sicher, in welche Richtung ich überhaupt muss. Ah, hier ist noch ein Schloss, was wir öffnen können. Mit noch ein paar Sachen drin. Und da ist ein Inventar schon wieder voll. Fußes Reisen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Rüstungsreisen auch nicht wirklich. So, das läuft fast permanent. Jetzt wieder jede Menge Leder. Da dürften wir jetzt dieses ganze Zeug hier theoretisch. Unser ganzes Zeug hier aufrüsten können. Das brauchen wir nicht. Und hier, ob ich da hier noch groß was verbessern will, das weiß ich jetzt nicht. Die ausbalancierten Lanzen, die brauchen wir nicht. Ja, eigentlich ziemlich schlecht, das Ding. Okay, die Folge hat auf jeden Fall schon wieder spannend angefangen. Muss man ja sagen. Und ich muss jetzt mal kurz auf die Karte gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Ja, müssen hier lang. Wir können ja mal kurz den Oculus benutzen, um mal zu gucken, ob wir irgendwo Feinde finden. Huch, was ist das? Ein Glyphe. Hieroglyph. Einer von denen wird mich da angreifen. Garantiert. Da stehen auch noch welche. Die Kinder weinen schon wieder. Da will jemand Ärger. Vielleicht zwei. Ich lege hier mal noch ein paar Bomben hin, damit es sich auch lohnt. FPS gerade hier an Abkacken, ich weiß nicht warum. Es kommt zum Glück nur er. Alter, was ist mit FPS gerade los hier? Komm mal näher, mein Freund. Will er nicht näher kommen oder was? Mir soll es recht sein. Ich weiß noch nicht, warum die FPS hier so unstabil laufen. Was macht er denn? Kerl. Ja.
Aua. Wechsel doch mal die Waffe. Bleib ja liegen. So. Also manchmal kann man einfach keine Bomben wieder hinlegen. Ich weiß nicht. Funktioniert anscheinend nicht an jeder Position. Ey, ist der jetzt schon wieder in die Wand geglitscht, Alter? Was ist das denn? Der Typ. Oh, ein verstärktes Schloss. Das ist ja ziemlich einfach. Ja. Ich verkack's trotzdem. Alter, das war so schlecht. Zum Glück war es nur ein verstärktes Schloss. Okay, wir haben den Feind hier irgendwie die Wand geglitscht. Das ist zu meinem Vorteil eigentlich. Da kann er uns nichts antun. Bringen wir es hinter uns. Schon wieder zwei hier. Ja, tschüssi, Leute. Das ist schon mies, wenn man die einfach so in die Wand klitschen kann, aber mich soll das jetzt nicht stören. Irgendwelche Truhen hier? Ja. Profischloss hier. Hier darf ich mir jetzt sowas nicht erlauben. Ach, scheiße. Alter. Oh. Erstmal wieder reinkommen in dieses ganze Schlössergeknacke. Schmützlerstiefel. Ja, die sehen nicht schlecht aus. Bringen mir allerdings auch nicht so viel. Hier geht's da wieder. Die anderen sehe ich nicht. Komm her. Yeah. Bist du denn? Das ist gut. Ja, das war gut. Kriegen wir so eine Lanze, die wir sowieso nicht verwenden. Nochmal kurz hier, wer was ist, aber wahrscheinlich so. Ist auch verdammt dunkel drin. Es gibt immer was zu tun. So, das war's. So, komm. Lass mich doch in Ruhe. Dann sind wir ein Level up. Finde ich sehr gut.
Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Sachen einsammeln. Und die sowieso nur diese Lanzen haben, die ich dann sowieso zerlege. 5 Gewicht machen die immer. Jetzt sind wir so ein Level up und damit würde ich sagen, ich glaube, ich muss hier ein bisschen was aufrüsten. Das liegt allerdings auch an der Rüstung. Würde ich die andere Rüstung tragen, wäre ich deutlich besser. Die Betäubungsschlag finde ich eigentlich ganz gut. Gegenangriff. Hier müssen wir auch noch ein bisschen verbessern. Öd im Snap-Bonus. Ja, das ist auch. Ach scheiße, wir haben ja schon. Kann ich da hier wieder was wegnehmen? Nee. Einmal gesetzt ist dann zu spät. Ja. Naja, egal. Ist hier noch mehr Feinde? Oh, den habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das war ein bisschen Verschwendung, aber egal. Da ist verschlossen. Hier ist auch verschlossen, so wie es aussieht. Warum baut man denn sowas erst ein? Das sind sowieso verschlossen ist. Gut, sind wir fast da. Fast sind wir da. Hier würde es dann hochgehen. Ich gucke allerdings noch hier unten. Die würde ich nämlich auch gerne mitnehmen. Die scheinen aber ziemlich viel zu sein, hä? Bomben, die haben dir ganz schön zugesetzt, was? Ich mag diese Bomben, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hier kann ich sie schon wieder nicht hinsetzen, ey. Ich muss es immer erst ein bisschen aufladen. Der wechselt doch. Dass ich ja im Cyber-Modus manchmal nicht wechseln kann, ist auch ein bisschen scheiße. Das ist ein ziemlich guter, aber ist auch nicht so geil. Bei einem klobige Dolch, da brauchen wir Level 25, ist aber viel schlechter als der mächtige Zwergendolch. Auch ein bisschen sinnlos.
Vielleicht verbessere ich dieses elegante Wazati-Dings irgendwie mal ein bisschen. Es wäre nicht so gut eigentlich vom Schaden her. Ich könnte es ja mal ausprobieren. Sieht nämlich cool aus. Das ist so ein schönes Katana. Ich könnte ja mal auf No Risk No Fun gehen. Was wahrscheinlich ziemlich dumm war. Da mache ich extrem viel aus. Muss ich die Waffe nehmen? Bleib ja liegen. Das ist gegen die deutlich effektiver. Tja. Muss man wirklich zugeben. Macht einfach mehr Schaden. So, da hinten würde es theoretisch noch weitergehen, es ist aber verschlossen. Deshalb müssten wir jetzt nur noch das einfache Schloss hier öffnen. Warum man hier jetzt noch mit einfachen Schlössern kommt, ist auch ein bisschen komisch. Wahrscheinlich für die Leute, die es überhaupt nicht geskillt haben, damit die wenigstens noch ein bisschen paar Truhen öffnen können. So. Wir haben den Turm erreicht. Und jetzt geht's nach oben. Willst du mich verarschen, direkt zu Beginn? Was sehen meine Augen? Hallo, mein Körper. Wieder mal sehr skurril hier. Wartet mal kurz. So sieht übrigens das Menü aus. Ich weiß, es würde euch jetzt wenig interessieren, aber ich muss den Hund jetzt erstmal wieder rauslassen. Ja, komm, stirb. Das ist gut. Scheiß Skorpion, ey. Den ist auch nicht zu spaßen. Aha, jetzt sind wir also hier. Können wir dann wahrscheinlich auch der Höhle der Kristallgolems. Da sollen wir hin. War das nicht das Grab des White Priesters da oben? Ach, das war dort. Ah. Höhle der Kristallgolems, müssen wir auch noch irgendwie hin? Ich habe keine Ahnung. Wieso sind wir jetzt auf einmal hier? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Machen wir uns auf zum Tempel. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, hier gegen sämtliche Skorpione zu kämpfen. Ja. Was ich wahrscheinlich muss. Allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin.
Ja, endlich sind wir aus dem Labyrinth raus und in der nächsten Folge geht's dann ab zum Tower of Fangs, wo wir dann eigentlich schon seit Folgen hinwollen. Ja, und da werden wir mal gucken, ob wir... Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, was wir da eigentlich wollten. Auf jeden Fall sind wir fast da. Naja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. The Orc Nation is bound to its fate, but our future is tied to another. This human, how can you be certain? Hope.